Alter Falter, was haut denn Panini hier bitte schön raus? Im deutschen Panini Online-Shop gibt es jetzt die Panini Instant-Karten. Das sind Trading-Cards, die tagesaktuell rauskommen zu Euro 2020. Das heißt, wenn Deutschland gegen Frankreich 3-0 gewinnen sollte, Timo Werner 3 Tore macht, mit der Eckfahne jubelt oder mit Thomas Müller sich gegenseitig anschreit oder keine Ahnung, dann wird es diese Karte geben. Und diese Karte kann man dann genau für 7 Tage lang bestellen. Das heißt, das sind limitierte Karten, die man halt wirklich nur zu dieser Euro bekommt. Und absolut geil. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall mal hier jeden Tag ein bisschen reinzuschnökern, weil derzeit gibt es halt nur diese limitierten Boxen. Aber wie gesagt, wenn jetzt die ersten Spiele anlaufen, dann werdet ihr sehen, dass dieser Online-Shop hier mehr und mehr befüllt wird und die ein oder andere Karte sollte man sich da auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Leute, vielen Dank für euren Support. Unten in der Videobeschreibung ist der Link, da könnt ihr mich sehr gerne supporten über den Link. Und ja, Kuss geht raus und jetzt geht's los mit dem ersten Video. Let's go! Hey Leute, das ist der Boy und willkommen hier zu einem weiteren Panini Euro 2020 Sticker Orakel Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder 3 Partien am Start, 15 Uhr Schottland gegen Tschechien. Dann 18 Uhr Polen gegen die Slowakei und um 21 Uhr und aus meiner Sicht gleichzeitig die interessanteste Partie, Spanien gegen Schweden. 6 Stickertüten sind am Start und denkt dran, Panini Instant Karten sind natürlich auch wieder hier heute mit dabei bzw. Aktualisiert worden. Ihr könnt sie sehr gern auschecken, unten alles verlinkt. Genauso, wenn ihr auch Lust habt, die Sticker jetzt anfangen zu sammeln, könnt ihr es sehr gerne tun. Und ganz entspannt und ganz chillig kann man die natürlich über den Panini Online-Shop bestellen. Alles unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Schottland, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Schweden. Und wir werden heute einige Tore hier sehen und miterleben. Und ihr könnt gerne eure Tipps unten reinschreiben. Eure Tipps, ich sag 1-1, ich sag 2-1, ich sag 2-0. Das sind meine Tipps, eure Tipps unten rein. Abfahrt! Und übrigens, ich werde ab heute jeden Tag denn meine Tipps raushauen. Das habe ich in den letzten Tagen vergessen. Slowakei, direkt 0-1. Slowakei, Traumstart. Traumstart, Slowakei, 0-1. Nathan Ake, dann Türkei, Dänemark und Kylian Mbappé. Sehr, sehr geiler Sticker, aber bringt uns hier heute nichts. Weil Frankreich spielt morgen und das gegen Deutschland. Und morgen sind, glaube ich, nur 2 Partien. Ne? Aber natürlich, diese beiden Partien gibt es dann hier bei uns. Zielinski unten, Robert Lewandowski, 1-1. 1-1, Auswärtstreffer. Taylor, dann Österreich mit Grilic und Cenk Tosun. Bringt uns nichts, bringt uns nichts, bringt uns nichts. Letztes Pack der ersten Halbzeit. Letztes Pack der ersten Halbzeit haben wir Peter Pekarek. Und das ist das 1-2. Der Herr Tana macht's. Der Herr Tana macht's. Und das ist das 1-2 und auch der nächste. WTF, ist das hier heute ein härter Orakel oder was? Wladimir Darida mit dem Tor. Oder Kaderabek auf Darida oder anders. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich, wenn Kaderabek auf Darida reinflankt und Darida das Ding reinhaut. Und sagt, wie lange du hinterher? 0-2 mit einem Schlag für die Tschechien. 0-2 mit einem Schlag für die Tschechien und das war's mit der ersten Halbzeit. Derzeit nur torlos Spanien gegen Schweden in den anderen Plätzen, auf den anderen Plätzen zahlreich Tore gefallen. Aber wir haben noch 3 Packs und deswegen machen wir weiter. Wir machen weiter und das ist nicht wahr, oder? Alexander Isak und die Letzte, das ist das 0-1 für Schweden. Und das, was jetzt passiert, glaube ich auch nicht. Das ist der Doppelschlag für Polen und das ist der doppelte Torschütze Robert Lewandowski. Oder? Wer auch sonst? 3-2. Also Blitzer-Sticker, Shiny-Sticker zählen doppelt, deswegen direkt 3-2. Und das ist Dockal. Was ist hier mit Tschechien los? Was ist mit Tschechien los? 0-3. Ich glaube, das ist das Orakel mit den meisten Toren. Bis jetzt. Und wir haben noch 2. Und wir haben sogar noch 2. Ach du heilige Kacke. Finnland. Dann haben wir die Ukraine. Dann haben wir Russland. Dann haben wir Wales. Und wir haben Nordmazedonien. Letztes Pack. Letztes Pack. Ukraine. Dann die Schweiz. Dann haben wir Kroatien. Dann haben wir wieder Tschechien. Das kann doch nicht sein. Lukas Babic ist 0-4. Und zum Ende kommt Stefan de Vrij. Und das heißt, Spanien verliert, Polen gewinnt und Tschechien rockt auch alles komplett. 0-4, 3-2 und 0-1. Ach du Kacke. Morgen. Dann Ungarn, Portugal und Frankreich gegen Deutschland.
Das wird auch eine ganz, ganz wilde Angelegenheit. Eure Tipps unten rein, wenn ihr Bock habt, die Sticker auszuchecken, die Panini-Instant-Karten, unten alles verlinkt. Und ich bedanke mich. Viel Spaß heute und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi.